Hallo und herzlich willkommen bei Rosuk Media. Heute mit einem kleinen Update zu meinem letzten Tutorial, und zwar, wo ich das Flugzeug von 3D Exchange geteilt nach iClone 6 exportiert habe und dann diesen Propeller animiert habe. Also das mit der Propelleranimation bleibt alles beim Alten. Ich habe jetzt mal einen guten Tipp bekommen hier von Mr. Heileck, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, wie man das Exportieren von 3D Exchange wesentlich leichter haben kann. Ich habe das ein bisschen umständlich erklärt. Also vielen Dank nochmal für den Tipp. Muss dazu kurz sagen, dass ich mich mit diesem 3D Exchange Version 5 und 6, das habe ich noch nicht allzu lange, auch noch nicht ganz so gut auskenne. Habe mich mehr spezialisiert auf iClone. Jetzt zeige ich eigentlich mal kurz hier, was gemeint ist. Ich ziehe jetzt mal die Cessna hier wieder mit gedrückter linker Maustaste in meine Szene hier hinein. Dann hier an Mitte und Grundfläche ausrichten. Das bleibt alles beim Alten. Dann werde ich hier nochmal auf alles wählen gehen. Scheitelpunkt verschweißen, automatisch glätten. Also das bleibt auch alles beim Alten. Jetzt werde ich mal hier doppelt in die Szene reinklicken, um das hier alles zu demarkieren. Dann drehe ich mich jetzt hier mal so ein bisschen von der Seite hier, das Flugzeug von der Seitenansicht. Und zwar braucht man diesen Propeller gar nicht extra exportieren. Man kann ihn ruhig dran lassen, das geht. Und später auch einzeln dann animieren. Ich nehme einfach mal hier das Selektieren-Werkzeug hier und ziehe mir mal mit gedrückter linker Maustaste hier so ein Rechteck auf, also nicht zu weit, sondern so, dass gerade der Propeller bedeckt ist. Jetzt habe ich ja hier meine 6 Meshes wieder und ich glaube, ich hatte im letzten Tutorial hier alle Häkchen hier drunter rausgenommen, hier drüber, dann Ausschluss ausblenden. Und dann habe ich diesen Propeller extra exportiert. Also das geht auch, aber eben sehr umständlich. Jetzt sind ja hier alle noch markiert. Dann gehe ich hier, alle 6 hier, Meshes sind markiert. Dann gehe ich hier einfach im Bearbeiten-Menü auf Subrequisite erstellen und habe jetzt praktisch hier eine eigene Subrequisite. Man muss sich das jetzt so vorstellen, diese Subrequisite ist jetzt an die Cessna neu angefügt. Man kann die jetzt hier auch noch umbenennen, also markiert ist sie ja. Und jetzt werde ich mal die F2-Taste drücken und werde das hier einfach mal überschreiben in Propeller, so dass man auch weiß, was gemeint ist. Jetzt hat man natürlich auch hier noch die Möglichkeit, den Drehpunkt hier einzustellen gleich für den Propeller. Aber was man durchaus dann auch in iClone machen kann. Ich gehe jetzt mal hier im Bearbeiten-Menü auf Drehpunkt bearbeiten und gehe hier einfach auf Zentrieren. Dann schließe ich hier das Drehpunkt-Umwandlungsfenster und habe jetzt hier den Drehpunkt gleich zentriert. Und jetzt kann ich hier oben die Cessna anklicken, gehe dann hier auf Exportieren und klicke jetzt einfach hier mal als Beispiel Update hinein und gehe dann auf OK. Export erfolgreich. Jetzt öffne ich mal hier mein iClone und habe jetzt hier auch mein Update. Da klicke ich mal doppelt drauf, also hier in meinen benutzerdefinierten Props. Scroll mich mal hier etwas raus und jetzt gehe ich mal hier in den Szenemanager. Und man sieht jetzt hier auch schön, dass der Propeller praktisch an der Cessna neu angefügt ist. Das habe ich ja dann erst in iClone selbst gemacht. Also wie gesagt, ein guter Tipp von Mr. Heileck. Und man sieht hier auch im Bearbeiten-Menü, das Elternobjekt ist die Cessna von dem Propeller. Jetzt werde ich auch noch kurz demonstrieren, dass sich der Propeller auch animieren lässt, aber nicht in voller Länge. Also wie gesagt, das bleibt alles so wie im alten Tutorial. Gehe jetzt hier mal auf Frame 25 und gehe mal hier in der Y-Achse auf 90 und jetzt gehe ich nur noch mal bis Frame 50 und dann bis 180 Grad. Dann stoppe ich das Ganze und spiele das nochmal ab. Also man sieht, das funktioniert sehr gut, wenn ich jetzt auch die Cessna hier anwähle und verschiebe. Also der Propeller bleibt hier auch dran. Ne? Gut, ja, das war es eigentlich dann zu diesem Update.
werde jetzt erstmal eine kleine Urlaubspause einlegen von 2-3 Wochen, dann melde ich mich wieder mit weiteren Tutorials. Wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.